Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Well timed, oh great captain. I was just about to report to her ladyship. You can accompany me. Sure. All right. So, they have enough weaponry to arm a legion, as well as several months of provisions. Hard to imagine this chapel fellow in command needs that many men just to take some so-called raiders into custody. Das glaube ich auch. We've received information that Duke Aldrich and his army are en route to Norse Faria to requisition the Empire's newly annexed territory. As for the reinforcements we requested, opinions in Eucris are divided. The Chamber of Lords in particular is reticent to be dragged into what they view as a problem between Eltis Vice and the Empire. It doesn't help that a tidy sum is riding on the Norse Farian purchase, and the lords are fearful the deal will fall through. King Yuma Shirith, for his part, is amenable to providing troops, but the lords have spooked him into inaction for now. That sounds like Yuma. Blast it. I should have foreseen the money issue. If that was part of the Duke's hand, he's even craftier than I thought. Well, I didn't expect help to come right away, so at least there's a sliver of hope. Sounds like we'll be hunkering down here for a few months until Eucris comes around. Won't be easy. I did as her ladyship asked, and augmented Eltis Vice's food stores. We have enough for a year. Thankfully, time is on our side. The longer the war, the harder it will be for those noble dolts to feign blindness to the enemy's ambitions. So there it is. We fend off the Empire's first attack, then weather the long siege. I'm counting on you all. Dann bedeutet das Krieg? So it's war then. Noah, was it? Das ist richtig, ich bin dein Hauptmann hier. Emir, give him command of a unit. What? Me? My lady, just because Gar trusted the boy with temporary captainship of a very small company is no... I'm sure Gar and the others will mentor him. Isn't that right? I've always been good at showing folks the ropes. Good, because wars are shaped by the right narrative. Okay, okay, okay. So the story goes something like this, perhaps. Though the boy's home was razed by the cowardly Empire, he found the courage to take up arms in the face of despair. That'll work. Make sure it's the talk of every tavern and hall by the end of the week. Oh, I suppose raised is an exaggeration. An embellishment. Milady, if I may. Yes, Jinquis. What is it? You look haggard. Yes, well, fighting for your life will do that to a woman. Das ist ja schnell eskaliert, so alles ein bisschen. Haben die Gespräche nicht lange gehalten.
Sorge gehabt, dass zu viele Minispiele im Spiel sind. Also nachdem ich FF7 Rebirth gespielt habe, ich glaube, da kann mich mit in Sachen Minispielen nichts mehr schocken. Aber ich finde es gut, wenn sie einfach gemacht sind und nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn Minispiele nicht optional sind, sondern die aufs Auge gedrückt werden. So, this is it, huh? It's been a long 2 weeks. 2 Wochen Vorbereitung. This will be your first big battle, right? Come on, let's go see what Gar and the others are up to. Deswegen, bin ich mal offen für Minispiele, gerne. Gerne auch optionale Minispiele, wo man ein bisschen Zeit verdaddeln kann, aber wenn es einem zu sehr aufs Auge gedrückt wird, auch in der Main Story, und es zu viel davon wird, dann werde ich knatschig. wenn man alle Helden finden will, dann muss man die Minigames machen. Aber dann ist es ja quasi optional, ne? Das ist ja so für die Sammelwütigen, die wirklich alles machen wollen. Da sage ich dann, okay, ist es okay und gerechtfertigt. Da ich nicht so ein sammelwütiger Mensch bin, muss ich mal sehen, wie viel Zeit ich da reinstecke. Das ist richtig. The Imperial Army is on the march. I need all troops in defensive positions. You are ready, I presume. Yes. I am ready. Yep. Good to go. We'll win today. No matter what. Genau. Heck yeah! I like the confidence, but keep your heads out of the clouds. We're looking at a long battle here. Those imps don't stand a chance. Come on. So, auf jeden Fall sind wir alle motiviert. Das ist doch schon mal gut. Die Moral stimmt. Was soll denn da noch schief gehen? Es ist bestimmt. Defend your positions at all costs and step lively. Though we face just the one legion, sloppiness will still get you killed. Das ist jetzt die Einführung für die Schlachten, ne? Denke ich mal. Es gibt ja hier Schlachten. We gotta stop those damn imps here and now. Don't let them set one foot inside the walls. Got it. Jetzt werden Schlachten geschlagen. There it is. The tiny nation that dared bear its fangs at the Empire. But even the runt of the litter must be brought to heel. Chaldeans! Advance! Fight bravely. All of you. Wir machen das schon. Streitkräfte von Chapelle fliehen. Defensive Zone durchbrochen. Oh, jetzt geht's los. Im Krieg formierst du deine Verbündeten zu Legionen, um gegen feindliche Legionen zu kämpfen. Deine Verbündeten führen Einheiten an, aus denen die Legion besteht. Je mehr Verbündete du rekrutierst, desto stärker werden deine Legionen. Wähle, wohin sich deine Legion bewegen soll und drücke Kampf beginnen, um die Runde fortzusetzen. Wenn sie einen Bereich mit einer gegnerischen Legion erreicht, kommt es zum Kampf. Wenn eine Legion genug Schaden erleidet, zieht sie sich zurück. Wird sie besiegt, verlässt sie das Schlachtfeld. Wenn du eine angreifende Legion nicht aufhalten kannst, endet die Bewegung deiner Legion. Wenn zwei gegnerische Legionen versuchen, denselben Bereich zu betreten, hat die Legion mit höherer Kraft Vorrang. Okay. So, was machen wir denn jetzt hier am besten? Wutmodus, Moralmodus. Ausrichtung ändern, Legionsbefehl. Das haben sie dir jetzt aber nicht erzählt, ne? Du kannst sie bewegen. Das ist Ausrichtung. Okay, Legionsbefehl. Kreuz.
Genau, ziehen wir die vor. Die kann nur nach links oder rechts. So, die kommen natürlich nach vorne, ja. Na, siehst du, das ist so. Ach so, da gehen die Rampen hoch, jetzt habe ich es gesehen. Das ist der Lebenszyklus des Videospiels. Ich fange an, bin noch der Frischling, du bist schon Veteran, machst deine letzte Schlacht. So, sie kann sich nur, sie ist eigentlich so Backup-mäßig hinten. Geben wir den mal Backup, so. Der könnte nur zurück. Ne, der bleibt nach vorne. Ich muss jetzt nur verteidigen, ne? Also. Concentrate your attack. Machen wir Kampfbeginn. So viel kann man, glaube ich, nicht falsch machen. Erstmal. Jetzt geht die Belagerung los. Ja. Oh, macht er den Gandalf? Jetzt fliehen sie schon, okay. Ah, jetzt kommt die Supermaschine. Hm, klar. Das ist jetzt nicht so cool. Dass du einfach unsere Mauer wegballerst. Oh, Sane. Sorry, she was. I mean. The rune tank was having a bad morning. About time the Kessling boy arrived. Der Kessling. If the Dukes favors him, he will stay out of my way if he holds even a lick of sense in his head. So, jetzt hätte ich sie mal dagelassen. Oder warte. What? They're attacking us? Ja, was hast du denn erwartet? Da wird gekämpft, okay. Da kann ich hier mal wieder gucken. Hat sehr viele Sachen. Angeln, Rennen, Kartenspiel, Duelle mit Kreisen, also Kreiseln, ja, dieses Beyblade-mäßige, ja. Kochduelle. Theateraufführungen. Das klingt schon mal nach einer ganzen Menge, ja, und klingt auch sehr spaßig. Geangelt, ich weiß gar nicht, habe ich schon geangelt? Oh, der kämpft gegen zwei alleine. Das ist auch nicht so gut, ne? Aber die hauen trotzdem ab. Zu zweit. Okay, cool.
Ja, komm. Ich hoffe, sie hält stand. They're resisting, are they? Counterattack! Don't let them overwhelm you. Ich würde es mir zutrauen. Dass ich die erste Schlacht auch gleich verkacke. Das sehe ich nicht so. Aber ich finde, das ist noch eine Anzahl an Minispielen, die okay sind. Also gerechtfertigt. Weil da, wie gesagt, FF7 Rebirth hat es halt voll übertrieben mit den Minispielen. Sehr schön. Sehr schön, okay. Ja, der muss die Stellung da halten, falls die wiederkommen. Und jetzt kommen die halt zu zweit. Lieutenant, are you? Na, scheinbar ist nicht alles okay. Get ready. So, das wird nochmal abgewehrt hier. Don't let your guard down. Der ist ja schon so gut wie weg hier. In der Mitte mache ich mir halt Sorgen. Weil sie jetzt zu zweit sind. Aber es wird doch hoffentlich. Die Schlachten finden etwas zu selten in dem Game statt. Bei Suikun 2 fand ich, dass es zu viele Schlachten gab. Ich habe über 20 Jahre her, da kann es sein, dass ich auch einfach schlechte Erinnerungen habe. Das kann immer alles gut sein, ne? Dass man das, gerade weil es so lange zurückliegt, dass man da ein bisschen... Ja, das nicht ganz so auf dem Schirm mehr hat, wie es wirklich war, ne? Why do these insects simply refuse to be squashed? Too bad for you. We're the most stubborn pack of fighters you'll ever face. We just need to hold out a little longer. Für die ganzen Leichen da auf der Rampe liegen. Ich bin Noah. Das ist Noah! Richtig. Sure. Ach Gott, ist das lustig. General Chapel, sir. We, I know, damn you! Fine. We'll regroup and crush them later. Okay. Ziehen Sie sich komplett zurück. We did it! The enemy is retreating! Well now, I'd say we've all earned a spot of rest. Oh, wir haben gewonnen. And with that, the trap is sprung. Mhm. What?
No, it can't be. Was denn für eine Falle? Was ist das denn? Impossible. War isn't about soldiers scrabbling at each other trying to draw blood. Der Eldric wieder. He's breaking your enemy's spirit. Watching their eyes widen like frightened hares before a wolf. Bringing the meek to bay. He marched his entire army from Norsfaria? Das ist ein bisschen übertrieben, aber okay. But none of our intelligence gave the slightest indication of... Ja, Hintergang. The enemy's heart is never more vulnerable than in the moment they believe victory is at hand. That is when you reveal your greatest weapons. Overwhelming numbers and fear. Go forth, Galdeans. March as if none stand in your way. Become fear itself. This can't be happening. Damn it. Wir müssen uns wirklich zurückziehen, ja. Warriors don't die like dogs. They pick themselves up off the ground and they damn well survive. You're right. Reiß dich zusammen, Noah. Alles gut. Lass uns zu den anderen gehen. Auf geht's. Noah, Gar. Leon. You all right? Oh, sure, Peachy. Now come on. Ymir and the other soldiers are regrouping at her ladyship's manor. Also auf immer hier wieder. And do try not to embarrass me in front of the Dukes. Ja, hast von uns auf den Sack bekommen, aber jetzt machst du dich auf dicke Hose. Yes, sir. Quickly. Du bist in Ordnung, gut. So, mal zurückziehen. Ich hab's nicht zur damaligen Zeit gespielt, ne, also nicht auf der PS1, aber es gab eine emulierte Version später auf der PS3 und da habe ich auf jeden Fall den 2er gespielt, den 1er weiß ich gar nicht mehr, aber den 2er auf jeden Fall und ich hatte mir vorgenommen, dass wenn ich hier mit Ayuden durch bin, weil das macht schon wieder so richtig Bock, dass ich das nochmal auspacke. Auf der 3. Das ist ja die Original-PS1-Version, glaube ich, die es damals gab. Halt einfach nur emuliert. Und die würde ich mir gern nochmal reinziehen. Demnächst, wenn ich hier durch bin. Vielleicht. Aber es stehen noch so viele andere Sachen noch auf der Liste. Weiß nicht, wann ich das alles abarbeiten möchte. Aber wenn ich jetzt hier durch Ayuden habe ich wieder richtig Bock bekommen. Suikoden mal wieder zu spielen. Ich habe auch damals auf dem Nintendo DS gab es auch einen Suikoden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das habe ich damals auch gespielt. Da waren es auch abnormal viele Helden, die man rekrutieren konnte. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ja, was trinken wir jetzt? Trockenen Hals. How's it looking out there? They're closing at speed. Whatever we're doing, we better do it fast. Milady, we must get you out of here. Do something. Protect her. I agree. There's no time to lose.
We'll gather the remaining soldiers. And then take everyone and escape through the east gate. What are you saying? You're coming with us, m'lady. Aren't you? No, I'm not. However, the distraction you create is going to help me escape. There's a secret passage by the manor that leads to safety. One of House Groom's little insurance policies. I'll use that while you make for the exit. But we should decide where we'll regroup, because I haven't even begun to fight. A secret passage, is it? Well, how about that? Oh, I know! We should meet at that ruined castle we found! That's perfect. There's no way the imps will be able to squeeze all their men through that mine. Good. Then it's decided. Und da bauen wir uns dann jetzt neu auf. Dann geht der Basenbau auch endlich los. Oh, boah. Very good. Then we'll meet you there once we make our escape. Your ladyship, you take Janequist and... let's see. If you need a bodyguard, I am... Nope. This job's mine. I'm a strict follower of the mercenary creed, which is to stick with the person least likely to get murdered. You're not gonna make me break my creed, are ya? Wow, that's convenient. Just take care of her. If that's settled, it's time to go. Auf geht's. Good luck, my lady. Travel safe. You too, Emir. Noah, might we speak privately for a moment? Wait, me? Periel wartet. Okay, dann gibt's hier irgendwas zu holen? Loot. Nichts mehr zu looten, bevor der Gegner lootet. Würde ich mir das gerne aneignen. I know time is short, but I would beg a boon of you. That's like a favor, right? In the offhand chance. No. In the one in a thousand chance I don't make it out of here alive. I want you to raise an army in my place. You want me to lead the resistance? No, because in 999 possible futures, I'm doing that. I'm only asking you to cover the one slim possibility that remains. Will you do it? Warum ich? Okay, but why me? I had the privilege of observing many people as I grew up. And what I came to learn is that most people in this world cannot be trusted. However, there are exceptions. Not many, and they are difficult to find, but there are trustworthy people out there all the same. I'm asking because I think you're one of them. Also, you remind me just a bit of someone I once loved. Uh-huh. Now, be gone with you. You're supposed to be my distraction, so get out there and start distracting. Yeah, mule! Okay, I'm going. And I promise I won't let you down. Good luck, Noah. Das wird schon klappen irgendwie. The Chatterbox returns. So, how was your talk? Dass wir noch so viel Zeit haben für so viele Gespräche, wundert mich eigentlich auch, wenn der Feind schon einmarschiert. He can tell us later.
Noah, I want your team to take the vanguard. Break through and open the east gate. I'll follow once I've assembled the troops. Understood. So, wen nehmen wir denn? Das ist gesetzt. Vorhut. Ja. You've come to the right healer. Francesca und... Ja, machen wir es mal so. Alright, let's move. Zauberhelden Melor. Konnte ich nicht so schnell lesen. So, naja. Wir sehen uns alle wieder, Leute. Wir sehen uns alle wieder. In unserer neuen Basis, die wir hochziehen dann. Flucht. Flucht. Ich sehe sie. Tja, das gibt erstmal aufs Fressbrett. Let's do this. Got you now. Oh, got you now. 46? Das war aber ordentlich Schaden, den er da austeilt. Das ist ein ordentlicher Schaden. Muss auch in die hintere Reihe. Die hat ja nicht so viel Verteidigung wie Mio. Na, da geht die eine ab, wa? General, the enemy stragglers are making a break for the east gate. Hm. That's where the Kessling boy is posted, isn't it? Ooh. Ooh. Yes, sir. The Lieutenant Kessling has asked us to send more troops. Nonsense. He can make do without. Mm-hmm. Begging your pardon, General. But his unit is just a few soldiers and the rune tank. From what I hear, the Duke's views Saint Kessling as a singular talent. So what, pray tell, does the Wunderkind have to fear from a few League stragglers? Have faith in the lad. Hm. Untereinander hassen sie sich auch mit ihren Machtspielchen. Oh, ich muss jetzt mal heilen hier. Und dann... umpositionieren. So. Das ist die mit der besten Verteidigung vorne stehen, auch wenn sie nicht die beste hat, aber okay. Ich fürchte, ich werde auch dieses Game auf 100% hochsuchten. Wäre nicht das erste in meiner Sammlung. Was hast du denn sonst noch so auf 100% hochgesuchtet? Oder was sind so generell deine Games? Auf die harte Tour. Jetzt geht's aber los. Oh, das sind aber einige hier. Viele Point and Click. Ist ja auch sowas Aussterbendes. So ein aussterbendes Genre, was nicht mehr so häufig
gemacht wird und auch gespielt wird. Sowas wie Factorio oder The Forest. I just keep getting better. Das ist ja so bunt gemischt. Da sticht hier Ayuden als... Keep it moving, people. Ah, ich wollte schon gerade sagen, da sticht Ayuden als JRPG so ein bisschen hervor, aber wenn du sagst FF1 bis 5 und 7, 10, 12 auf 100%, dann sind ja auch ein paar JRPGs vertreten. Die alle auf 100%, hui. Also vor allem der 10er auf 100% ist ja richtig krampf. Da muss man sich auch ein bisschen selbst hassen, um das anzugehen. Muss man mal ehrlicherweise sagen, 12 ist auch heftig, wenn man das auf 100% machen will. Da sind ja auch einige... Krasse Gegner dabei, gerade wenn man die Jagdaufträge macht. We're almost to the east gate. Yeah, but look. Oha, da sind sie. I see. So no reinforcements will be coming. Nö. Weil Chapelle hasst dich. We're all alone. Well, that's fantastic. The thing is, sir, General Chapelle, he... You don't have to explain that man to me. Der Mann bedarf keiner Erklärung. Paul, get the rune tank running. We'll use it as a barricade. Right. Lieutenant. It's time. Stay there. Zane? Is that you? Noah. Gott, muss das sein? You've seen what I've seen. You know this war is unjust. I do. However, my place is in the Imperial Army. And my house's responsibilities now fall to me. Look, you've got ambitions. I understand that. But my situation's changed. And I have to leave through that gate. Noah! Lieutenant! Oh, Clash. Stand down. Please. I cannot. You need only lay down your weapon. No. I made a promise. Also jetzt haben wir hier den 1 gegen 1 Kampf. Nimm defensive Haltung ein, um sich auf den Gegner einzustellen. Mhm. My duty as an Imperial soldier is clear. Ah. Get ready, Noah. I am ready. Is he holding back? I'm not letting you stop us. Angriff. Surrender, Noah. This war is already over. Das ist bereits zu Ende. If you continue to resist, I will have to hurt you. Nein. Tu nicht unserer Freundschaft weh. Surrender. I swear on my house's honor that you and your friends will be spared. It's not happening, Zane. And if you're gonna be stubborn about it. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommt Kraft.
neither of us will bend, then we will fight till the lesser man breaks. Das wollte ich gerade auch sagen. Die Musik ist richtig gut gesetzt hier. Try me. I'm sorry, Sane, but you're not getting in my way. Ha, kontern wir beide, ja? Lustig. My turn. Try me. Versuch doch. Angriff. Here I come, Noah. Do your worst. Dann konter ich mal besser, wenn er kommt. Ah, wir konnten beide, cool. Ja, ist gut. Dann machen wir nochmal Kraft, oder? Sie eskalieren. Oh nein, er hat mich von der Brücke gestoßen. Now, attack! Na los, Angriff! Okay, ich dachte, es hat sich aufgehangen. Kurzer Schock. Lassen sich sehr viel Zeit mit den Sprechblasen. Ich kann es auch nicht skippen. Vielleicht nicht so gut, dass ich schon fast tot bin, oder? Bis dass der Tod uns scheidet. Kämpf weiter. Das war's. Das kann ich verstehen. Dass sie das Freude bereitet, das nochmal zu spielen. Das war sehr, sehr gut gemacht. Wirklich, mit Musik. Wer ist sein Cousin? Oh
Ach so, stimmt, er nennt mich ja. Er nennt mich ja Cousin. Der ist wirklich sehr, sehr gut inszeniert gewesen, der Kampf. Musikalisch und was sie sich an den Kopf werfen. Why didn't you flee with the others? I have a nasty habit of investigating my employers. And I'm pretty damn sure House Groom doesn't have a secret passage. You're the distraction. You did it to save everyone else. Then I ask again, why are you here? You could have treated us like pawns, but you never did. That kind of loyalty deserves to be paid in equal coin. Besides, you look like a lady with one last trick up her sleeve. M'lady? Is he here already? Oh, heavens. But I applaud his efficiency. Ah, der Duke. We meet again, Miss Groom. I don't recall seeing you on my calendar, Your Grace. Ever proud, aren't we? I thought we might take this moment to discuss our future relationship. Are you about to propose, you cad? Sadly, I am already married. However, if you are willing to reassess our other relationship, I will permit you to keep your status, your wealth, and this manor. A generous proposal, don't you think? Weiß ja nicht. Me to join the Empire, to join you. Weiß ja nicht. To the other League states. Their age has concluded. What concern is it of yours? I see you for the brilliant mind you are. Swear fealty to me, and the entire League will be yours. Oh, now we're talking. My offer pleases you. Oh, it's very bold. And it makes my skin crawl. A life of luxury beneath your heel? I'd sooner get down in the mud with the other soldiers and fight you to my dying breath. How dare you speak to His Grace that way? Enough, Chapel. You impugn my honor, young lady. A fine jest to speak of honor. The Emperor of Galdia still draws breath, yet you carry yourself as if what's his is yours. That is one opinion. Now, if you'll excuse me, I believe we're done here. You cheeky. Oh, but you are a fiery young woman. To choose sleeping in some barracks instead of the Empire's finest silks. Show Miss Periel to the gates, and if any man lays a hand on her, I'll have his head parted from his shoulders. I can see myself out. M'lady. Your Grace, how can you... It's just a woman and an old man. They pose no threat. Mark me well, Dukes. The day will come when this woman erases the triumph from your face. That is a promise. That's a promise. Until then, I bid you farewell. Mensch. Da passiert aber einiges hier. Hätte man den Kampf gewinnen können gegen Sane? Weil du gerade sagst, du hast ihn zwar auch verloren, hast aber nicht so aggressiv
gespielt wie ich. Ich wusste gar nicht, wie man da vorgeht, ob man jetzt mehr kontert oder einfach reinknüppelt. Keine Ahnung. Aber hätte man gewinnen können, weißt du das? There were a few stragglers lost in the tunnels, but I don't think we missed anyone. Good work. But where is her ladyship? You don't gotta worry about a tough piece of leather like her. Besides, Sabine's there to keep her safe. Sabine. So, das ist die neue Hut. Oder wo auch immer wir aktuell sind, keine Ahnung. Die Burgruinen, aber dann müssen wir uns jetzt hier erstmal was aufbauen. Da war kurz vorm Sieg. Ich glaube wirklich, dass man gewinnen könnte. Vielleicht, wenn ich noch mehr auf Def gegangen wäre. Naja, vielleicht muss man eher so blocken, ne? Aber keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch geskriptet, dass man verliert, ne? Müsste man halt mal sich ein Video anschauen, vielleicht von jemandem, der es geschafft hat oder der es erklärt. Um sich da einen Einblick zu verschaffen, weil ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich habe auch sehr aggressiv gespielt, ne? Habe ich ja gesagt. Ich habe ja einfach aufgeknüppelt die meiste Zeit und immer, wenn ich da mal gekontert habe, dann haben wir beide gekontert und haben uns doof angeguckt. Deshalb, also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es gescriptet ist. Aber, was weiß ich. Ach ja, mit, Gott, Namen. Namen, Lien. Lien. So, wir bauen jetzt alles. Bauen jetzt auf. Those Imperial scumbags drove us out of our home like common bandits. Which we are! Wait, really? Nah, it's a load of crap. But all they needed was a pretext and they got one. Her ladyship's suspicions were sadly accurate. We need no further confirmation of Duke Aldrich's territorial designs than the army he commands. Okay, but the other nations of the League are gonna help us, right? Right? Ich glaube nicht, dass sie uns helfen werden. Das glaube ich nicht. But the Duke is a crafty man, and he may attempt to frame the war as a limited dispute between the Empire and Groom. If he is successful, our allies may hesitate. Agreed. They ain't gonna stand up to Galdea until the fires of war are burning on their doorstep. They'll pretend not to hear, while the Empire sharpens its knives and prepares to take another slice of the continent. All right. So what do we do? I mean, we clearly can't go back to Elta's Vice. And I loved it there so much. I know, dear. Listen up, everyone. There's something I need to tell you. Immer raus damit, Noah. Her ladyship bade you raise a resistance army? Yeah, cousin, let's do it. We can't let those imp vermin march around our home like they own the place. So there's a chance we can get it back. What do you want to do, kid? Sure, the lady asked it of you, but that don't mean you're obligated. Ich sammle jetzt 100 Krieger zusammen und dann schlagen wir zurück. Ganz einfach. Ich habe es ihr versprochen. So sieht's doch aus. I already promised her. You sure about this? Yes. Well, if that is her ladyship's wish, I won't object. Let's go raise an army. Yes! Now we're talking! So, this means Noah isn't
charge, right? I mean, at least for now. Wait, me? Why? 'Cause you're the one she asked, dummy. Oh, cousin. This is such a special moment. Let us be clear. Noah is in command on a provisional basis only until her ladyship returns. Oh, Ymir ist jetzt Verbündeter. Der fähige Wachenchef. We believe in you, Noah. Licht der Wache. Bezaubernde Gastwirtin mit etwas Holz vor der Hütte. Gar nicht klischeehaft. Der Banditenanführer Kogan. So, jetzt haben wir doch schon hier eine ordentliche Truppe. Rauer Mönch, Zabi. Mhm. Yes, yes, very good. Still, these ruins will require serious work if we're going to station an army here. Das glaube ich auch, ja. Wenn beide kontern, bekommt niemand Schaden, aber wenn du in den Konter reinlässt, verlierst du mehr HP. Ja, das stimmt wohl. Ich nehme heraus, was in der Materialtasche ist. Okay, Ressourcenlager. Das ist es klar wahrscheinlich, ne? Wenn du das Ganze defensiv wirklich runterspielst und vielleicht dann auch in den richtigen... Oh, ich kann den noch nicht umdekorieren, okay. Und in den richtigen Momenten auf Angriff setzt, dann kannst du eine gute Chance haben, aber dann müsste man das halt wissen, ne? Wann der perfekte Zeitpunkt für Angriff ist. Morning, Noah. How'd you sleep? 'Cause I feel like I got hit by a wagon. Ymir's been working us like dogs all week, and these scrawny arms are really not made for heavy lifting. He said it's to make sure everything is ready for Lady Periel. Guess it's his way of worrying. Anywho, Everybody's gathered in the Great Hall. Wanna go see what all the fuss is about? In deinem eigenen Gasthaus kannst du immer übernachten, ohne zu zahlen. Wenn du das 10-mal machst, gibt es einen Erfolg. Das klingt gut. Ah, auch das Ding aus den Texten heraus. Cool. Aber ich glaube, das muss man dann mehrmals machen, ne? Um das wirklich einschätzen zu können. Das war auch schon so ein Suikoden. Okay. Okay, Melo. Ja, das ist... Oh, guck mal, wie der Filter hier. Dieser Unschärfe-Filter. Mit der Figur kann man hier an dem Licht wunderbar sehen, wie da die harte Kante verläuft. Ja, das ist aber auch ganz schön so spekulativ, ne? Ja, ist doch gut. Herauszufinden, was jetzt das Richtige ist in Bezug auf den Gegner. What took you so long, cousin? You're our leader, remember? No sleeping in. Okay, den einen kenne ich da schon mal. Provisional leader. Just until her ladyship returns. Yeah, well, I think he's doing great. Danke.
Poor Noah. You got a lot of folks to please. For the past week, I tasked all of you with converting these ruins into an acceptable headquarters. However, there is still much to be done. Oh, please, no more physical labor. I'm so much better at flexing my mind. At least the soldiers have a place to sleep now. It won't be as fancy as my inn back in Eldersvice, but I'll make sure everyone gets decent meals. And I'm still combing the mines for any soldiers we missed. If I may, there are a few people I'd like to introduce. Na dann leg mal los, wen haben wir denn da? Die Gurke. The name's Gakto. Gakto. Ymir expressed interest in building a town here. And when I smell profit... I mean, when I smell justice against an oppressive empire, then I say, sign me up. Just so happens I'm well salted in the art of stewardship. Okay, hat sich nicht verändert. Anyway, one long-term goal is to set up a local guild. I'll keep you posted. Würdiger Gildenleiter, Gokto. I am Iris, an architect and former professor at the University of Karl, who has long dreamt of designing a town of my own. Much to my delight, Ymir reached out and has given me the chance to put my skills to use on your behalf. If you find yourself in need of a new building, I am your lady. Okay. Die berühmte Architektin. The University of Karl? Very impressive, Miss Iris. Hello, I'm Kane. Gakto introduced me. I manage your warehouse. If we want our new town to flourish, we'll need countless resources and a place to stash them. That's where I come in. Der strenge Verwalter, der gar nicht so streng aussieht. After a whole town's resources. You mind taking me on as an apprentice? Certainly, young lady. There's a lot to learn, but you look like you can keep up. Thank you all. Yet while we've achieved the bare minimum of infrastructure, we must strive for more. It's not just the facilities that are lacking. We need people. Fair enough. Can't call ourselves an army if it's just 9 folks and a couple of pitchforks. I've been nosing around Eltisvice and the neighboring villages. Imps are still there, but their patrols are getting sloppy. We might be able to do some recruiting. Das klingt doch gut. Yeah, let's hop to it. Bigger headquarters, more comrades, onward and upward. But if you don't mind me adding to the pile, cousin, there's one more matter you gotta tend to. Leg los. Dare I even ask? It's fine. What is it? You gotta name this castle. Can't keep calling it the ruins or the castle or whatnot. That ain't gonna impress no one. Now that's an idea I can get behind. Think carefully, man. This is one of the watershed moment dealies. Ich bin immer so schlecht, wenn es darum geht, Namen zu geben. A name for the castle, is it? Very well. Dazzle me with your creativity. Ich kann doch keine Namen vergeben. Chirion, Camelot, Graustein. Graustein klingt schön deutsch. Graustein. So, ein Satz wie, ich werde dich zerschmettern, ist ein sehr starker Angriff, während ein Satz wie, wollen wir das wirklich machen, zeigt, dass der Gegner eher in die Defensive geht. Ja. Wenn ich das letzte nehme, kriege ich neue Namen. Aber Graustein klingt doch schon cool. Neu-Neu-Nevae, das ist auch lustig. Apfelbaum, Freifort. Hades, Löwerz. Wird ja mal schlechter. Ulfbert. Durandal ist zu cool. Ulfbert.
Vorschluss. Ich nehme Ulfbert. Ulfbert ist. Ulfbert ist es. Hey, yeah, I like it. I'm inclined to agree. Schön, dass es euch allen gefällt. Flawless execution, cousin. Well, I suppose that is a name of sorts. Now then, if we are to stage an actual resistance, we must grow our numbers. An army is only as strong as its people, after all. Going forward, you should seek out as many new comrades as possible. And you might not have to go far to find them. We'll give it our best. Okay. Right, everyone? Machen wir. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen, über einen Kommentar freue ich mich auch und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.